Willkommen zu einer weiteren Folge MotoGP 16 aka Valentino Rossi The Game. Wir sind am Sepang International Circuit in Malaysia und schauen nochmal so ein bisschen auf diesen ja, chaotischen Grand Prix zurück. Der hat ja in allen drei Klassen, also es war wirklich mal wieder ein ziemlich einmaliges Rennen. Und ja, das Ganze fahren wir mit Andrea Dovizioso auf der Ducati in der MotoGP-Klasse. Souveräner Sieg, aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Die üblichen Einstellungen, 5 Runden, KI ist auch schwer. Ich habe die Bedingungen mal auf bewölkt gemacht, also auf nasser Piste. Ah, das möchte ich mir eigentlich so ein bisschen ersparen, da ärgere ich mich dann wieder zu sehr am Ende. Deswegen, ja, nur bewölkt ist, aber ja, eine trockene Piste. Aber gut, ja, fangen wir mal an. Ja, mit der MotoGP, Andrea Dovizioso, ganz souverän gewonnen, auch schon im Qualifying stark gewesen. Und ja, nach so langer Zeit endlich mal wieder siegreich in der MotoGP. Ich glaube, das ist ja gerade mal erst sein zweiter Sieg. Wann der erste gewesen war, kann ich gar nicht sagen. Das müsste eigentlich zu Repsol-Zeiten gewesen sein. Ich weiß gar nicht, wo er sonst noch gefahren ist, in welchen Teams. Aber auf jeden Fall endlich mal wieder siegreich in Spielberg in Österreich. Da war der Sieg ja auch schon greifbar nah. Aber das war dann für Iannone bestimmt, der ja auch wieder hier am Start ist. Nach dieser langen Verletzungspause endlich wieder in Malaysia. Das Comeback gefeiert. Rennen lief leider nicht so gut, ist er dann gestürzt. Und dann, ja, zweiter haben wir den Doktore Rossi. Dritter. Ein sehr überraschender Jorge Lorenzo, muss ich sagen. Also bei diesen Bedingungen eigentlich nur Lorenzo. Sehr unerwartet. Und ja, durch den Marquez-Sturz, ne, der hat seine Maschine wieder, ja okay, was heißt weggeschmissen, er konnte dann nachher, glaube ich, weiterfahren. Ja, hätte dieses Ergebnis mal eine Woche vorher stattgefunden, bei Phillip Island, dann wäre die, ne, bei Motegi, ne, das ist schon wieder ein bisschen länger her. Boah, was kommt hier so weit raus? Dann wäre die WM noch ein bisschen interessanter geworden. Marquez jetzt innerhalb von 2 Wochen zweimal gestürzt im Rennen. Aber da darf Yamaha sehr glücklich darüber sein. Zweiter und dritter Platz. Haben die beiden auch dann später danach gesagt, Rossi so wie der Jorge, dass sie darüber sehr glücklich waren, zufrieden waren. Und so kann man das auch stehen lassen. Ja, Cal Crutchlow auch gestürzt, kann man auch mal erwähnen. Leider der ja schon zweifache GP-Sieger in diesem Jahr war auch wieder auf einer guten Position unterwegs. Ich weiß nicht, ob da das Podium sogar in greifbarer Nähe gewesen wäre. Aber es hätte leider nicht so sein sollen. Dafür aber auf der 4 Hector Barbera. Bestes Ergebnis für ihn auf der Avencia. Ich glaube sogar direkt dahinter Loris Bass. Als 5. bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Bestes Ergebnis auf jeden Fall für den Spanier, für Hector. War ja in, wo waren das? In Brünn, ne? Da war das ja auch schon so, dass da die beiden Barbera und Bass da vorne so stark dabei waren. Bei diesen ja, nassen, feuchten Bedingungen. Das ist krass eigentlich, die drei Überseerennen, die waren alle so ein bisschen vom Regen geplagt. Oder allgemein die ganze zweite Saisonhälfte. Ne? Sachsenring, Brünn und so weiter. So feucht war es lange nicht mehr in der MotoGP. So, und wir kommen hier eigentlich ganz... Oh, da vorne ist Rossi gestürzt. Das habe ich sogar gesehen. Der ist da viel zu weit nach innen. Aber ich wollte gerade sagen, wir kommen hier eigentlich... Oh, Crutchlow, Vorsicht. Wir kommen hier eigentlich voll gut nach vorne. Wir sind schon 4. Das ist total ungewohnt.
doch den Bremspunkt genommen, den ich immer nehme. Warum stürzen wir jetzt? Habe ich gesagt, wir waren gut unterwegs. Wo kommt dieses Karma wieder her? Ich verstehe es nicht. Haben wir den Bautista hier am Start? Mein Gott. Ja, Podiumsplatz. Geschichte. Ah, die Bremspunkte. Wenn du ganz spontanes Rennen jetzt fährst wie ich, sind die Bremspunkte echt blöd. Und Malaysia ist auch nicht so wirklich meine Lieblingsstrecke jetzt. Die fahre ich eigentlich nicht so gerne. Ich fahre sie, wenn sie kommt, wenn ich sie fahren muss, aber hätte ich die freie Auswahl, dann würde sie ganz, ganz unten landen. Aber nun gut. Das war das MotoGP-Rennen. Mal schauen, Valencia. Guck mal, schon das letzte Rennen der Saison in 2 Wochen. Heilige Macaroni. Es ging so schnell einfach rum dieses Jahr, finde ich. So schnell. Aber umso mehr kann man sich dann auf die neue Saison freuen. Die Sachsenkarten meinerseits sind sogar schon bestellt. Oh, da vorne. Hart reingebremst, da gibt es auch wieder Stürze, ja, diese Stelle kennt man auch schon aus dem vorherigen MotoGP-Teil, dass die da an die Curbs so ein bisschen fahren. Hilft uns ein bisschen, sind 12 da. Und ja, was ging eigentlich in der Moto2 ab, wenn wir da mal so klassenmäßig nach unten gehen? Da ja, gab es ja eigentlich noch ein, oder die WM, fangen wir so an, die war ja noch nicht so wirklich entschieden, ne? Der Lüthi mit seinen 2 Siegen und der schwachen Leistung von Zarco, da hat sich eine Punktedifferenz von 25 ergeben, bei noch 2 ausstehenden Rennen, 50 Punkte maximal, hätte da Lüthi noch ganz gute Chancen gehabt, aber es hat dann ja doch nicht gereicht. Lüthi nur als Sechster ins Ziel und Zarco hat das Ding wirklich zugemacht, hat den Sieg auch geholt und somit auch die Meisterschaft. Somit haben wir unsere 3 Weltmeister der MotoGP-Saison 2016 zusammen. Einmal Brad Binder in der Moto3, Juan Zarco Moto2 und Marc Marquez in der MotoGP. Da könnten wir dann eigentlich auch mal wieder die Special-Folge raushauen. Das habe ich ja eigentlich auch schon die letzten Jahre so gemacht, dass ich mit den 3 jeweils ein Rennen fahre. Zweiter auf jeden Fall Franco Morbidelli gewesen. Der fällt mir in letzter Zeit auch ziemlich oft auf. Fährt da ganz gut die Pace mit. Dritter Jonas Folger, gutes Ergebnis. Podiumsplatz bei diesen Bedingungen, so wie der gelbe Flaggen hier, wieder hat es einen weggehauen. Ich habe es nur auf der Minimap gesehen. Ja, jetzt sind wir hier 10. Top 10. Haben dann noch eine Runde, wenn wir über Start und Ziel kommen. Fällt es hier noch dicht zusammen, relativ dicht. Außen vorbei. Mal gucken, was wir noch rausholen können. KI hier, ja, auf jeden Fall nicht so on point, ne? Also die anderen Rennen, wer sie so verfolgt hat, die waren ein bisschen intensiver. Und ja, Moto3 wollte ich schon sagen. Es ist der Überraschungsspannungsbogen weg. Moto3, das war ja ein unglaubliches Crash-Festival. Ultimativ. Erster diese, keine Ahnung, was da war. War das einfach nur rutschig oder war da irgendwie Öl oder so? Oder Brad Binder unter anderem raus ist. Ich weiß gar nicht, wer da noch mit am Start war. Das waren so viele. Rodriguez, glaube ich, Rodrigo. Keine Ahnung. Und dann nochmal dieser Crash da, wo Jorge Martin der Auslöser war, wo der Oettl unter anderem dabei war, Aaron Canet glaube ich noch. Das waren so viele richtig, richtig krasse Unfälle da am Start gewesen. Hier sogar die Kurve links, da sind sie raus. Jorge Martin.
Ideallinie rausgekommen, dann sofort weggerutscht. Aber zum Glück ist da echt nichts weiter passiert. Aber auch das Ergebnis ist ganz lustig. Da sehen wir auch Leute vorne, die wir da sonst gar nicht so wirklich sehen. Den Sieg hat sich Francesco Bagnaia gesichert. Ist, glaube ich, auch sein zweiter Sieg. Auf jeden Fall in der Saison, weil in Assen war er ja schon siegreich, der Mahindra-Pilot. Nein! Nein! Und ich räume noch den Iannone ab! Flashbacks Argentinien. Auch wenn es andersherum war. Nein! Und wieder zurück auf die 10. Und das natürlich in der letzten Runde. Zwei, drei Kurven vor Schluss. Nein! Nein! Iannone ist genau hinter uns. Das kann doch nicht sein. Denselben Fehler wie Rossi da gemacht im Spiel. Da wollte ich dann nochmal innen reinstechen, aber egal. Ja, auf jeden Fall, Bagnaia hat gewonnen vor Jakob Kornfall und Bo Benznider. Das sind auch mal drei Podestnamen, die hörst du, siehst du, liest du auch nicht jeden Tag. So, hier auf jeden Fall Lorenzo vor Marquez ins Ziel, alles klar. Replay nochmal kurz anlaufen lassen. Also wie gesagt, Moto 3 ultimatives Crash-Chaos. Ich habe mir die Unfälle alle nochmal angeguckt. War wirklich sehr spektakulär. Drei einmalige Rennen mal wieder in der MotoGP. Da war alles dabei. Und ja, das war der Malaysia Grand Prix, der Malaysian GP. Hashtag Malaysian GP, wie auch immer. Dies, das. Ja, ein Rennen haben wir noch in 2 Wochen. Die Überseedinger sind jetzt vorbei. Und dann geht es nach Valencia, nach Spanien nochmal. Da müssen wir dann nicht mehr früh aufstehen. Und dann, ja, mal gucken. Die drei Weltmeister stehen ja schon fest. Ob sich da irgendwie nochmal ein Überraschungskandidat den Sieg sichern kann. Weil, ja, in der MotoGP, Dovizioso, das ist jetzt der 9. MotoGP-Fahrer, der dieses Jahr gewonnen hat. Also 9 verschiedene Fahrer hatten wir da am Start. Das ist auch eine unfassbare Statistik. Wir können ja mal, wollen wir ja gerade mal aufzählen, die 9 Fahrer, wer das denn alles war. Fangen wir mal an. Wir haben den Lorenzo, wir haben den Rossi, ne? Das sind die Yamahas. Wir haben Marquez, wir haben Pedrosa, die beiden Repsols. Wir haben die beiden Ducatis, Dovizioso, Iannone, das sind schon mal 6. Also die ganzen Werksfahrer jetzt, ne? Die haben wir soweit. Okay, Suzuki, immerhin der Vinales, Nummer 7, Crutchlow 8. Und wer war der 9? Wer war der 9? Ach, Jack Miller, genau, Jack Miller. In Assen, ne? Tja, wer hätte das gedacht, ne? 9 verschiedene Fahrer. Richtig, richtig krass. Und ja, dann sind wir hier am Ende. Wir sehen uns dann in 2 Wochen in Valencia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal bei MotoGP 16.